So, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben gerade noch Bell bei uns und wir suchen jetzt mal Simba, der ja auch irgendwo hier. Erstmal Kohle holen. Der Hoffnung, ich krieg Kohle. Natürlich nicht. Bam, bam, bam. Weil wir müssen dem Biest mal was geben, damit wir auch noch seine Ja, Quest stimmt. Der freischalten. Ozean ist ein Freund von mir. Das ist doch schön. Freunde sind wichtig. Das ist das, was mich Disney gelehrt hat. Freunde sind wichtig. Ach, da ist unser junger König. Ich komme gleich zu dir, Simba. Ich muss nur mal kurz das Biest bekochen. Ich habe noch Platz. Geburtstagskuchen möchtest du? Okay, Happy Birthday. Happy Birthday! Ich habe deine Bestellung. Guckst du? Guckst du, siehst du? Mit dem Biest können wir. Ah, das Biest mag eigentlich Angeln mehr, hätte ich das eher gewusst. Wäre ich mit den, hätte ich das Biest mehr auf Angeln als auf Sammeln oder als auf Gartenarbeit getrimmt. Ah, ärgerlich. Aber das kann man ja ändern. Das kann man ändern. Habe ich ein Angelbuch? Ich glaube, ich habe ein Angelbuch. Oh, ein rotes Äpfelchen. Gesagt, ein rotes Angelbuch, es ist ein blaues. Unser Blaubeerenvorverrat wird voll. Ach ja, die Diamanten. Fast vergessen. Kein Fisch dabei, okay. Fisch, Fisch. Nee, ich habe leider keinen. Ah, okay, er geht erst ab Level 10. Okay. Das heißt, ich kann das Biest erst, wenn er Level 10 ist, dann wirklich wieder umändern. Verstehe. Na gut, dann ist das halt erst ab dem Level so. Was nicht heißt, dass wir es nicht umsetzen werden. So, hier das noch rein, das hier da rein. Stimmt, das Holz hatte ich hier. Dann hätte ich zweimal hartes Holz, viel weiches Holz. Viel weiches Holz. So, das Gold räumen wir in den Safe. Auch wenn Belle das gerade mit ansehen kann, aber. Belle ist jetzt nicht die Person, von der ich denke, dass sie bei mir zu Hause einbricht und mir nichts, dir nichts. Kaffee und Gold stiehlt. Ich habe vergessen, die Zitronen abzuregen. Die Zitronen.
Ist auch bald voll. So, na dann, gehen wir mal zu Simba. Ist er überhaupt hier? Ja, da hinten. Alle hier waren ganz wunderbar. Hey Simba, du mit deinen Kopfmove. Kann ich mit dir sprechen? Hey Erenia, ich hatte gehofft, du könntest mir bei etwas helfen. Ich möchte die Bewohner des Tales zusammenbringen. Klar, doch, lass uns loslegen. Danke, aber weißt du, Nala und ich wollen zwar beide den Tal helfen, aber wir sind uns nicht einig, wie wir das am besten anstellen. Sie sagt, dass irgendwas daran, wie der ewige Kreis des Lebens funktionieren sollte, nicht stimmt. Aber ich habe das Gefühl, es geht ihr eher um Gemeinschaft. Gemeinschaft, das würde Sinn ergeben. Ich wusste, dass du das verstehen würdest. Ich erkläre dir meinen Plan. Als ich ein Baby war, haben sich alle Tiere des geweihten Landes für eine Feier am Königsfelsen versammelt. So etwas würde ich gerne hier machen. Bring alle in deinem Reich zusammen. Aber wenn wir das tun, müssen wir es gut organisieren. Es ist immer schöner, wenn es etwas zu essen gibt. Ich wette, Remy hat einige leckere Speisevorschläge. Ich werde ihn fragen. Gute Idee. Es heißt die Sorgen. Zählt Nala eigentlich zu den Disney-Prinzessinnen? Ich weiß, es gab mal solche Regeln für Disney-Prinzessinnen, die sie erfüllen müssen, um als Disney-Prinzessin gekennzeichnet zu werden, aber ich weiß nicht, wie up-to-date diese Regeln sind. So. Na dann. Sprich mit Remy. Wo ist denn Remy eigentlich? Ist er in seinem... Ja. Er ist in seinem Etablissement. Bist du? Hey, ah, Erenia, was hast du heute vor? Simba will eine Zusammenkunft abhalten. Ich will ihm etwas zu essen bringen. Ich möchte etwas, das perfekt für eine große Gruppe ist. Okay, wir brauchen also einen riesigen Teller voll mit Essen, das auch ein Löwe essen kann. Ich hab's. Eine große Meeresfrüchteplatte wäre perfekt. Hier ist das Rezept, falls du noch immer nicht weißt, wie man sie zubereitet. Was war das für eine Andeutung, Remy? Danke, Remy. Und als Nachtisch gibt es nichts Besseres als einen gigantischen Kuchen. Ich habe mal einen gemacht, der toll dafür gewesen wäre, aber ich habe das Rezept dafür noch nicht gefunden. Ich erinnere mich, dass man dafür Eier, Milch, Früchte, Weizen und etwas Süßes brauchte. Vielleicht kannst du die letzte Zutat herausfinden? Hoffentlich sehen wir uns bald. Ah, das ist die große Meeresfrüchteplatte. Jetzt habe ich das Rezept dafür. Okay, also wir brauchen etwas Süßes. Zucker. Etwas Süßes. Eier, Milch, Früchte, Weizen. Echt jetzt, ist es der Aurora-Kuchen? Oh,
Und noch eine große Meeresfrüchteplatte. Nicht so viel Kohle noch. Ja, das war klar. Ich brauche Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich glaube, es gibt keine Folge mehr, in der ich nicht einmal schreie, dass ich Kohle brauche. Eigentlich müssten wir den Tag rot markieren, an dem ich es wirklich nicht sage. An dem ich sage, hey, don't worry, ich habe Kohle. So, wir benutzen jetzt mal... Pluto wollte ich schon sagen. Goofys, Gische. Bring Simba die Gerichte. Es ist schön, dass ich Belle einfach mit teleportiere. Simba, warte! Warte, Simba! So. Hey, schön dich zu sehen. Dieses Essen sieht wirklich lecker aus, Erenia. Mir läuft das Wasser im Maul zusammen. Aber wir müssen uns noch überlegen, wen wir zu unserem Treffen einladen wollen. Vielleicht beginnen wir am besten mit dreien, zu denen die anderen aufschauen und denen sie folgen würden. Wir sollten jemanden einladen, der so nett ist, dass sich alle wohlfühlen. Na, das klingt doch nach Minnie. Sie ist immer sehr nett zu allen. Okay, wer noch? Wir sollten jemanden einladen, der ein Held ist und viele Geschichten erzählen kann. Vielleicht Maui? Einige seiner Geschichten sind sogar auf seine Haut tätowiert. Er ist sehr beeindruckend. Okay, wer noch? Wir sollten jemanden einladen, mit dem man Spaß haben kann. Meinst du Goofy? Wenn er da ist, passieren immer lustige Sachen. Er erinnert mich ein bisschen an Pumba. Ich glaube, wir haben die perfekte Gästeliste. Ich werde die Einladung für dich überbringen. Überleg dir, wo wir das Treffen veranstalten. Bis nachher. Oh, da vorne ist Penelope. Ich mag sie immer noch nicht. Gibt es Charaktere, die ihr nicht mögt, die im Dreamlight Valley sind? Gerne in die Kommentare damit. Weil es kann doch nicht sein, dass ich einfach alleine damit bin, dass ich Penelope nicht mag. Es muss doch irgendeinen Charakter geben, den jeder von uns so ein bisschen disliked. Also, Goofy. Goofy kommt da schon glatt entgegen. Da könnte ja Simba ihn auch selber fragen. Hey, Gusta. Hallo, Erenia. Was führt dich her? Simba organisiert ein Zusammentreffen, um die Dorfbewohner zu versammeln. Er möchte, dass du auch kommst, weil du, es wird auch Kuchen geben. Ha, dann ist meine Antwort klar, Erenia. Gute Idee. Wir sollten mehr zusammen feiern, wenn du mich fragst. Hey, Mirabel. Ich hab dich schon gefragt, ob du... oh ja, sorry. Minnie. Minnie steht mit Anna. Naja, in der Nähe von Anna. Oh, hallo, Erenia. Du siehst aus, als wärst du auf einer wichtigen Mission. Simba möchte dich zu einer Zusammenkunft einladen. Es ist ein Fest für uns alle. Wie nett von ihm. Wie kann ich helfen? Mein Tipp. Geh einfach hin und genieße die Party. Das kann ich machen. Sag Simba, dass ich mit Vergnügen kommen werde. Oder sollte ich besser sagen, mit Schleifen? Oh Gott. Das war der schlechteste Witz. Ohne Witz. Das war der schlechteste Witz. So ist Maui. Ach, da unten ist er.
habe das Gefühl, ich werde beschossen. Ich stehe unter Beschuss. Mayday, Mayday. Ich stehe unter Beschuss. So, Maui, 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 Maui. Ja, ich habe hier statt einer Sonnenliege noch einen Liegefelsen hingelegt. So, just für die armen Lions. Ich muss noch irgendeinen hinplatzieren für die anderen armen Lions. Hallo! Hey, Erenia, brauchst du heute irgendwas, das gerettet oder bekämpft werden muss? Simba möchte ein Treffen veranstalten. Er hätte dich gerne dabei, damit du etwas Entspannung retten könntest. Hm. Entspannung. Ist das der Name einer Insel? Nur Spaß. Ich verstehe schon. Klingt nach einer tollen Zeit. Ich werde da sein. Was soll ich sagen? Hey, voll gerne. Kehre zu Simba zurück. Hallo. Danke, Erenia. Jetzt haben wir die Verpflegung und die Gäste. Ich würde sagen, es kann losgehen. Ich habe versucht, einen geeigneten Ort für das Treffen zu finden. Aber es ist dein Tal. Hier entscheidest du. Welcher Ort wäre perfekt für ein Treffen? Die Wiese! Die Wiese. Eric, habe ich dich heute schon gefragt, was du magst? Hallo? Ja, habe ich irgendwie scheinbar schon. Stimmt, ich habe dir ja einen Gemüseeintopf gegeben, junger Mann. Hey, Scar. Das ist doch jetzt wieder so ein Mach-ein-Foto-Ding, ne? Hallo! Erenia, das Treffen war ein voller Erfolg. Alle waren wirklich in Hakuna Matata-Stimmung. Hm. Aber Nala war nicht da. Wir sollten nachschauen, wie es ihr geht. Was glaubst du, was sie sagen wird? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, unsere Ideen könnten beide dem Tal helfen. Ich hoffe, dass sie das auch so sieht. Keine Sorge, ich begleite dich. Hey Nala, Erenia und ich haben dich auf der Party vermisst. Party? Simba, wir wollten uns doch treffen, um Essen zu finden. Oh nein, war das etwa heute? Ja, ich weiß ja, dass du ein Treffen veranstalten wolltest, aber du hattest auch versprochen, mir zu helfen. Es gibt noch mehr. Einige meiner Erinnerungen an das Tal sind zurückgekehrt. Mir ist wieder eingefallen, dass du hier eine besondere Rolle gespielt hast, Simba. Wir sollten herausfinden, welche. Sonst werden hier weiter schlimme Dinge passieren. Oha. Es tut mir leid, Nala. Ich habe es vergessen. Du hast recht. Wir sollten herausfinden, was deine Erinnerung bedeutet. Oh, es tut mir leid. Ich habe völlig vergessen, dass ich heute Nala helfen sollte. Ich muss es irgendwie wieder gut machen und ich frage mich, was sie damit meint, dass ich hier eine besondere Rolle gespielt hätte. Ja, es scheint, dass ihre Erinnerungen zurückgekehrt sind, als sie nach Essen suchte. Vielleicht kommen deine ja auch zurück. Es scheint Nala wirklich wichtig zu sein. Das ist es. Sie möchte dafür sorgen, dass alle Tiere im Tal genug zu essen haben. Vielleicht hat Nala recht. Und irgendetwas stimmt nicht daran, wie der ewige Kreis des Lebens funktionieren sollte. Joa,
Bitte friss die Tiere nicht, nein. Womit möchtest du anfangen? Nala macht sich Sorgen, dass die Kaninchen nicht genug zu essen haben. Goofy hat gesagt, dass sie Karotten mögen. Vielleicht sollten wir Karotten pflanzen, um sicher zu gehen. Wir können noch mehr tun. Ich werde auch einige Tiere im Dorf füttern. Gute Idee. Aber bei einigen der Tieren ist es nicht so einfach, sich ihnen zu nähern. Ich kenne die meisten Tiere. Soll ich dir ein paar Tipps geben? Nein, ich weiß Bescheid. Los, gehen wir die Tiere füttern. Okay, falls du es dir anders überlegst, kannst du mich jederzeit fragen. Pflanze und kultiviere Karotten auf der Wiese. Das heißt, ich muss Karotten kaufen. Oder habe ich... Ich habe Saat drauf. Mir fehlt aber eine. Ich muss eine kaufen. Tasche ist noch nicht voll, das geht noch. Belle ziert sich ein bisschen. Braucht lange, um auf Level 8 zu kommen. Oder war es Level 7? So. Dann hier noch. Schön schauriger Brunnen. So. So. Füttere einige Tiere im Tal. Wo sind meine Eichelhörnchen? So, Belle, bitte tschüss. So, dann wenn wir jetzt... Tiere beglücken sollen. Beglücken? Die Waschbären sind schwierig, die sind ätzend. So, hier bitte.
Ist dein Buddy nicht hier auch lang gelaufen? Ach, da ist dein Buddy. Komm, nimm endlich die Hacke. So, hier, du kriegst auch Bärchen. So, ich sammle auch langsam die Tiere, ja. So, jetzt füttern wir noch die Schildkrötis. Die eigentlich auch recht easy sind. Müssen sie nur finden. Ach, da hinten krabbelt eine vor sich hin. Da freut sie sich. So, jetzt muss ich noch rauskriegen, wo dein Kumpel ist. Weil er wartet ja auch gerne mal durchs Wasser. Ach, da hinten ist dein Kumpel. Jetzt noch ein Tier. Wir gucken noch mal kurz nach dem Mörche. Das ist sicher Urlaubsschönheit für den Strand. Jetzt suche ich immer noch die Hörnchen. Ach, da ist eins. Hörni! So, jetzt brauche ich nur noch meine Karottchen. Die brauchen noch einen Moment. Oder zählt es, wenn ich da oben bei mir die Karotten zähle? Weil ich meine, ich habe sie ja gepflanzt, habe ich ja jetzt 9er. Wir gucken mal. Nein, zählt nicht. Wie schade. Das ist doof, dass ich jetzt halt so viele Aufgaben wieder habe, wo ich warten muss. Einfach warten.
Wie sieht's denn zeitlich aus? Haben wir noch überhaupt Zeit zu warten oder? Nein, die Grenze ist erreicht. Das heißt, wir haben doch noch ein paar mehr Folgen. Ich mache das nächste, wenn es 16 Uhr ist oder wenn die Möhren gewachsen sind. Ich danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.